Hitsong TV wird dir präsentiert von Canon und Nokia. Hallihallo Schatzlis und schön, dass ihr wieder Ausgang TV schaut. Heute bei mir in der Sendung Entspannung pur im großen Winterspecial aus Arosa. Keine Autos, weiße Berglandschaften, gediegene Abende am Feuer und Fondue. Und als Ausgleich dazu habe ich noch Jimmer und Mark Terenzi zusammengebracht und wir werden sehen, was passiert, wenn die beiden sich battlen. Ich habe mir Muri und Hitch geschnappt. Das sind die Veranstalter der großen DJ-Reunion, die jedes Jahr im Hotel Eden in Arosa stattfindet. Nun wird das Hotel Eden allerdings abgerissen und deswegen verraten euch die Jungs jetzt, warum und ob und wie und wieso es überhaupt weitergeht. Ja, hallo, ich bin der Hitch. Heute zusammen, ich bin der Muri. Von der DJ-Reunion-Party. Ja. Aber die gibt's ja heute zum letzten Mal. Ja, so sieht's aus. Wir haben Pläne mit dem Hotel. Drum könnte es durchaus sein, dass es das letzte Mal ist. Wenn's nicht mehr in dem Hotel stattfinden kann, wo machst du die Party dann? Die wird ja nicht sterben. So weiß ich nicht, ob sie weiter existiert, aber natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. In den Schweizer Bergen gibt es verschiedene Locations. Aber da haben wir eigentlich schon einen idealen Ort gehabt, um das umzusetzen, weil es ist ein extrem sympathischer Gastgeber. Also das Konzept von der DJ-Reunion ist ja, dass man verschiedene DJs für verschiedene Veranstalter, Clubbetreiber zusammenbringt. Die nehmen natürlich ihre besten Freunde und Stammgäste von einem Club zum Beispiel mit, um eben mit denen mal zwei Tage und zwei Nächte in den Bergen zu verbringen. Warum ist denn deine Brille beschlagen? Heiß hier? Ja, muss ich jetzt etwas sagen dazu? Du darfst doch alle brüllen, wenn du in der Nähe bist, nicht? Habe ich schön gesagt. Was macht denn das ganze Jahr, wenn gerade nicht Arosa-Party stattfinden? Also ich muss sagen, ich bin ein Typ, der seit 25 Jahren im Nachtleben in Zürich tätig ist, oder? Sehr lustig, oder? Mit diesen Leuten etwas Aktives am Tag zu machen und nicht nur mehr in der Nacht, oder? Und zu anderen sind natürlich eben wieder Super Bowl, das Drachenbootrennen in Egelsau, das ist auch sehr lustig. Erzähl uns mal von deinem Zimmer im vierten Stock. Ja, wie es sich so mit sich bringt, wenn man mit vielen Leuten das ganze Hotel in Beschlag nimmt, dann hat man einen offiziellen Teil in so einem Programm und den inoffiziellen Teil. Wir können heute Nacht darüber reden, ob du am inoffiziellen Teil auch mitmachen kannst. Bei so einem Konzept dann auch Eigendynamiken entstehen, oder? Und die entstehen bei den Leuten in den Zimmern. Man muss natürlich sagen, du bist zum ersten Mal dabei, du wirst das auch noch entdecken, so mit der Zeit. Ja, hoffentlich, wenn es die Partys weitergibt. Wo fährt man hin, wenn man sich mal so richtig entspannen möchte? Klar, man fährt in die Berge. Und nun stellen wir uns weiße Winterlandschaften vor. Gemütliches Zusammensitzen beim Käsefondue am Lagerfeuer und Händchen halten, Schlittschuh fahren. Nein, stattdessen gab es überhaupt keinen Schnee, dafür viel zu viel Alkohol und die komplette DJ-Gemeinschaft aus der ganzen Schweiz in einem kleinen Raum. DJ-Reunion aus Arosa. Anfahrt, hallo Arosa. Guten Appetit. Danke. Und? Viel Alkohol. So viel Alkohol, ne? Was machen wir da jetzt? Warum hat jeder andere Tisch schon Käse, nur du nicht? Schmeckt nicht das Gerber von Dü vom Coop besser? Wir sind Ausländer. Viel zu viel Alkohol. Wo? Oh, ich habe noch nicht mal einen Kirsch. Das war's für mich beim großen Fondue-Essen, deswegen werde ich mal einfach weiterziehen und direkt zur Party gehen. Unsere Ritzi! Geile Party! C'est super, was fait! Merci beaucoup! Arosa ist geil! Michael Jackson! Ich höre tote Menschen. Man genießt es richtig. Am nächsten Jahr gibt es die Party ja hier nicht mehr. Ja, leider nicht. Es ist eine Tragödie. Ich komm, perfekt. Perfekt, wie ist er die Schweizer? Ich nicht Schweizer die Stelle. Ach, Party ist gut. Das war der Kellner. Der hat seine 160 Franken Rechnung an den Tisch knallt. Vor lauter Herzschmerz habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Also habe ich mich auf den Weg nach Chur gemacht. Zu meinem Homeboy Jimmer. Und ich kann euch sagen, der Kerl hat noch ganz andere Talente, als nur Schweizerdeutschkurse zu geben. Checkt das selbst im Freestyle.
Du hast mich hierher gelockt, weil du zu mir gesagt hast, cool, ist so mega spannend, die Weltmetropole von der Schweiz. Das und du wolltest mir die spannendsten Plätze zeigen. Ja, nur weil ich deine Brüste anschaue. Okay, gehen wir blutschen, komm. Gut, das ist also der spannendste Teil an Kur, was wir... Es geht verdammt ab, jetzt auch vorher ist jemand durchgelaufen. Da kommt ein Auto. Das Auto. Ja. Ich glaube, Kur ist nicht so meine Stadt. Es geht eigentlich höllisch ab. Ich hätte schon so in den Hinterecken, hätte ich vielleicht noch ein paar entertainende Sachen. Hallo. Danke. Ein bisschen kalt, was machst du? Ich? Gar nichts, ich suche etwas zu tun. In the capital city of entertainment, Kur. So I'm gonna show you what's real popping. I have an idea. Let's go. Wir sind jetzt am ersten voll geilen Ort. Ich freue mich, dass ihr jetzt auch... Also, that's the first exciting place I want to show you. It's actually... It's a thing. Streugut! Yeah. Jimma, was soll das? Fuck, yeah, I know a place. Wanna go? Let's go. Run. Yeah, this is actually the place you wanted, the more rock and roll place, because once I saw a guy in a Ramones shirt. Wait, hold on. More rock and roll. I'm that crazy. Can you give me some more? I'm that crazy. Okay, I got me. Water. James Blunt? Yeah. No, I said rock and roll. Jimmy, ich möchte noch mehr rock and roll. More. More than that. Hier geht's ab, oder? Ja, also da ist jetzt auch immer Party. Es geht einmal ab wie Schwein und also es ist recht geil. Okay. Ich bin verdammt nervös, auch wenn so viele Leute da sind. Ja. Schaut jetzt ein paar Leute. Eigentlich nicht, ja. Eigentlich nicht. Also. Mittagspause? Ja, gehen wir. Wir sind kein Mensch hier. Nein. This is the most rock and roll that you could find. Don't you like it? I mean, it's... What about warm multivitamin, huh? What about a Granny Smith apple, huh? And eat the stem, too. What about saying hello to policemen? They can say hello right back in your face. What about taking a piece of paper and cutting the skin between your fingers with it? Yeah, don't try that at home. That was in Vietnam. Ich beende das jetzt. Hey. Hold on a second. Excuse me, we're talking. Wait, hold on. Yeah. This man thing. Men stuff. Yeah. Men stuff. How about not wearing underpants? I'm not wearing underpants. I mean either. All right. Now we're talking, man. Now we're talking. What you got? Oh, shit. Oh. Und es gibt einen Rap-Wettbewerb, das Thema bin ich. 3, 2, 1! In a alley! Elena is from Silicon Valley! Yeah, what he said! Yeah! I don't get a beat. Ich möchte jetzt gehen hier! Ich möchte jetzt gehen, mir ist kalt und ihr seid einfach beide nicht gut. You know what? Ah, oh, smelly pants! Yo, nigga, what's crackin'? Well, you know what you got? You got the party tips! Dance Carousel presents Gigolo Night, die Labig-Deutsch-Legende DJ Hell am Freitag in der Alten Börse. Am Samstag im Festsaal der 20-Minuten-Nightlife-Experte David Capellini und seine Friends präsentieren eine weitere Ausgabe von Matto. Defected in the House in Pravda zu Luzern. Am Samstag wieder einmal ein Kult-Label zu Gast und es bringt House vom Feinsten in die Perle am Vierwaldstättersee. Leutchen, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ausgang TV legt eine kleine Winterkreativpause ein. Wir wollen ganz eifrig vorproduzieren und im nächsten Jahr noch besser zu sein. An der Stelle muss ich euch einfach jetzt schon ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Habt ein geiles Silvester und wie ihr uns ja alle kennt, schaut doch ab und an mal auf www.usgang.tv vorbei, vielleicht gibt es ja kleine Weihnachtsgoodies. Ich wünsche euch nochmal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Vergesst mich nicht ganz, wir sehen uns knackig, frisch und erholt im neuen Jahr wieder. Und ciao, ciao! Der Erich Hess, auch Sperren. Nicht vergessen, Usgang TV zu schauen, ab nächsten Januar wieder. Tschüss, ihr Lieben, ich habe noch alle lieb. Von dir geht wirklich eine gute Lule, vor allem wenn so viel Weißwein drin ist wie in Arosa. Ciao zusammen. Yeah, nigga, what's up, what's crackin'? Damn, this is Mark Terenzi and Jimma in the house. In der Freestyle. In dem Freestyle. So, yo. I'm sorry.